Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zu meinem What I Read Next im Oktober Video. Wundert euch nicht über meine wilde Frisur. Ich teste gerade 90er Jahre Frisuren aus. Ich hatte letztens die Space Buns, jetzt ist es die Assi-Palme. Aber ja, jetzt, wenn das Video online geht, bin ich vermutlich gerade nämlich auf der Magic Con und da ist Samstagabend 90er Party und ich versuche gerade herauszufinden, welche Frisur mir dafür gefällt. Ja, das ist aber nicht das Thema des heutigen Videos. Heute soll es darum gehen, welche Bücher ich im Oktober oder welches Buch ich im Oktober lesen soll. Ich habe mir wieder 4 herausgesucht und muss leider gestehen, dass ich das Buch, das ihr letzten Monat ausgewählt habt, Air Awoken, nicht im September geschafft habe. Es kam leider durch meine Erkältung etwas ins Stocken und ich habe es, glaube ich, erst am 2. Oktober jetzt beendet. Aber ich hoffe, das zählt trotzdem noch als gelesen. Ich hoffe, ihr seid da etwas gnädig mit mir. Aber lang genug um den heißen Brei herumgeredet. Ich stelle euch jetzt das erste Buch vor. Das da wäre We Fell in Love im Oktober von Inka Lindberg. Da habe ich euch im Neuzugänge-Video ja schon erzählt, warum ich so ein bisschen gestruggelt habe, ob ich es mir kaufen soll oder nicht. Aber im Endeffekt hat mein Sammelherz gesiegt. Ich wollte es nämlich unbedingt mit diesem wunderschönen Stempel haben. Nicht mal wegen der Signatur, aber wegen diesem Stempel. Man muss es nicht verstehen. Ja, ist das zweite Buch der Autorin. Das erste war ein Einzelband, das hier ist auch ein Einzelband. Und es geht um Selbstfindung, würde ich jetzt mal sagen. Ich lese euch den Klappentext vor und dann machen wir weiter. Was brauchst du, um glücklich zu sein? Lisa fühlt sich, als würde sie ersticken. Es muss doch noch mehr geben im Leben als eine Ausbildung zur Bankkauffrau in einer Kleinstadt, inklusive übergriffigem Chef. In einer Spontanaktion schmeißt Lisa ihre Ausbildung hin und bricht mit allem, was ihre Eltern und ihr Freund Max sich für sie vorgestellt haben. Sie bucht ein Busticket nach Köln und landet in der WG der Tätowiererin Carla. Zwischen Couchsurfing, Partys und existenziellen Lebenskrisen erkundet sie nicht nur ihre Sexualität, sondern auch die Möglichkeit, dass Träume keine Träume bleiben müssen. Buch Nummer 1. Buch Nummer 2 habe ich tatsächlich im September schon mal angefangen zu lesen, habe es aber nur, ich glaube, bis ins zweite Kapitel geschafft. Und dann haben sich die Rezi-Exemplare und der Secret Book Club vorgeschummelt. Und deshalb dachte ich mir, setze ich es jetzt heute nochmal auf die Liste, damit ich vielleicht ein bisschen Motivation habe, es zu lesen, falls ihr es auswählt. Dabei passt es thematisch eigentlich relativ gut jetzt in den Herbst. Ich weiß nicht, warum mich meine Motivation da so verlassen hat. Ich spreche nämlich von A Place to Grow von Lily Lucas und eigentlich liebe ich ihre Bücher. Also ich weiß nicht, woran es gelegen hat, dass ich es beiseite gelegt habe. Es hat mir auch Die ersten Kapitel hat mir auch gefallen, also I don't know. Aber wenn ihr sagt, liest das Buch jetzt endlich, dann gebt einfach eure Stimme dafür ab und dann lese ich es auch instantly. Ja, ich erzähle euch auch noch, um was es geht. When Our Hearts Beats Faster, Herzklopfen auf Cherry Hill, das klingt ja wieder so schön. Für Lilac McCarthy, 24, ist Cherry Hill, die Obstfarm ihrer Familie, der schönste Platz auf Erden. Sie liebt ihren kleinen Farmladen, in dem sie Selbstgemachtes verkauft und natürlich das jährliche Peach Festival, das sie als Vorsitzende des Veranstaltungskomitees hingebungsvoll organisiert. Doch dieses Jahr droht alles anders zu werden. Beau Radisson, der Erbe der größten Obstfarm vor Ort, ist nach seinem Auslandsstudium zurück in der Stadt. Beau hat Lilacs Leben schon einmal auf den Kopf gestellt. Nun verfolgt er große Änderungspläne für ihr geliebtes Peach Festival. Es dauert nicht lange, bis Beau und Lilac darüber kräftig aneinander geraten und Lilac feststellen muss, dass ihr Herz in Beaus Nähe verräterisch schnell klopft. Buch Nummer 2. Das dritte Buch habe ich euch tatsächlich auch schon mal vorgestellt bei meinem What I Read Next Voting und es hat nicht gewonnen. Aber ich bin hartnäckig, ich werde es nochmal auf die Liste setzen. Ich spreche von Die Einsame im Meer. Und wer gut aufgepasst hat, weiß auch, dass dieses Buch auf meiner 22 für 22 Liste steht. Das heißt, ich werde es auf jeden Fall dieses Jahr noch lesen müssen. Vielleicht könnt ihr mir ja da jetzt den Ansporn geben, es jetzt schon zu tun. Who knows? Ich denke, über das Buch muss ich nicht so viel sagen. Jeder kennt Ursula von Ariel. Aber die Reihe besteht ja aus der Frage, warum wurden die Bösen böse
Und ja, der dritte Band der Reihe ist halt, geht halt über Ursula. Die Einsame im Meer. Wie wurde Ariels Tante so rachsüchtig und einsam? Ich wusste bis dato auch nie, dass Ursula die Tante von Ariel ist. Mal so am Rand. Die Geschichte der Meereskönigstochter Ariel ist ein berühmtes Märchen über Verlieren, Wiederfinden und Aufbegehren. Die Rebellion gegen die Welt ihres Vaters kostet die kleine Meerjungfrau ihre Stimme und fast ihre Seele. Aber am Ende überwiegt die Kraft des Guten. Doch was ist mit Ariels Erzrivalin Ursula, der Seehexe? Wie wurde sie so grausam, höhnisch und hasserfüllt? Was trieb sie zu ihrer Besessenheit, Ariel zu vernichten? Buch Nummer 3. Last but not least, kommen wir zum letzten Buch. Ich denke, im Thumbnail war es schon zu erkennen, weil ich die Chest of Fandoms Sonderedition habe mit Buchschnitt. Ich spreche von Welch grausame Gnade. Ich habe das Buch damals bei der Chest of Fandoms gekauft, weil ich diesen Farbschnitt so unfassbar schön fand. Es spielt ja auch in Shanghai, deshalb macht das mit diesen chinesischen Drachen da auch super, super Sinn. Ich finde, das ist eins der schönsten Bücher in meinem Regal, tatsächlich. Es steht auch wirklich so im Regal, weil ich diesen Buchschnitt so schön finde. Es ist mittlerweile auch der zweite Band erschienen und da ist tatsächlich, hier sieht man noch einen Arm, so, da ist ein Mann frontal quasi vorne drauf. Werde ich jetzt halt auch noch bestellen müssen, damit die beiden halt zusammen im Regal stehen können. Ist halt so. Ich erzähle euch jetzt noch, um was es geht. Und dann haben wir auch alle vier Bücher zusammen und dann liegt's an euch. Eine Blutfehde zwischen zwei Gangs färbt die Straßen von Shanghai rot und lässt die Stadt hilflos im Chaos versinken. Im Zentrum des Geschehens steht die 18-jährige Juliette Kai, die aus New York zurückgekehrt ist, um ihre Rolle als stolze Erbin der Scarlet Gang zu übernehmen. Ein Netzwerk von Kriminellen, die weit über dem Gesetz stehen. Ihre einzigen Rivalen um die Macht sind die White Flowers, die die Scarlets seit Generationen bekämpfen. Jeder Schritt der White Flowers wird von Roma Montagu geplant, Juliettes erster Liebe und ihrem ersten Verrat. Doch als Gerüchte über eine Krankheit umgehen, die alle in den Wahnsinn treibt und sich die Todesfälle häufen, müssen Juliette und Roma ihre Waffen und ihren Zorn beiseite legen und zusammenarbeiten. Denn wenn sie dieses tödliche Chaos nicht aufhalten, wird es keine Stadt mehr geben, die sie regieren können. Buch Nummer 4. Wie immer stelle ich euch die Bücher jetzt auch nochmal im Schnelldurchlauf vor. We Fell in Love im Oktober, Buch Nummer 1. A Place to Grow, Buch Nummer 2. Die Einsame im Meer, Buch Nummer 3. Welch grausame Gnade, Buch Nummer 4. Jetzt liegt mein Schicksal in eurer Hand. Wie immer, jeden Monat dasselbe Spiel. Ihr dürft mir jetzt in die Kommentare schreiben, welches Buch davon ich lesen soll. Ich werde auch bei Instagram eine Umfrage starten, dort ist die Teilnahme doch etwas höher als hier. Und dann schauen wir mal, welches Buch im Oktober von meinem Stapel ungelesener Bücher verschwinden darf. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich werde mich jetzt ein wenig lang machen hier, weil es regnet, es ist trüb. Ich habe heute kein Kind hier. Ich werde jetzt noch ein bisschen lesen und dann hoffe ich, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!